Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, heiße Sie und euch herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem nächsten Meisterschaftsspiel. Es ist für uns der Abschluss einer ereignisreichen englischen Woche. Sicherlich besonders, dass drei Auswärtsspiele in Folge sind, aber das Nachholspiel in Meppen hat das sozusagen mit sich gebracht. Wie wir das Spiel in Aalen am Samstag angehen werden, Anschluss dort vor Ort ist um 14 Uhr, kann uns der Trainer sagen. Bitte schön. Ja, hallo erstmal. Ja, wie wollen wir das Spiel angehen? Ich glaube, wir werden in Aalen eine Mannschaft vorfinden, die, glaube ich, zu den stärksten Heimmannschaften gehört in dieser Liga. Sie haben ihr letztes Heimspiel gegen Magdeburg Ende September verloren, haben, glaube ich, jedem Gegner, der gerade auch aus dem oberen Drittel ist, ob es Wien ist, Köln ist oder Rostock ist, nicht nur Schwierigkeiten gemacht, sondern auch Punkte abgenommen. Eine Mannschaft, die ein sehr, sehr gutes Umschaltspiel hat, gerade auch da ihre Stärken drin hat, wenn es schnell, ich sag mal, nach Ballgewinn schnell nach vorne geht. Da sind sie, glaube ich, auch sehr zielstrebig, sind da immer wieder in der Lage, auch relativ schnell Tore zu machen, gerade jetzt auch im letzten Spiel gegen Zwickau, wo sie relativ früh mit 2-0 in Führung gegangen sind, am Ende zwar noch unentschieden gespielt haben, aber schon zu sehen war, dass sie da eine absolute Qualität haben, gerade auch was ja, es ausgeht oder wovon man ausgehen kann, wenn man Fehler macht. Ja, nichtsdestotrotz wissen wir natürlich, dass es für uns gerade auch zum Ende der Saison auch darum geht, so viele Punkte wie möglich einzusammeln. Und wir möchten natürlich auch in Aalen versuchen zu gewinnen. Ich glaube, das sollte auch unser Ziel sein. Im Moment, klar, Ben Zulinski hat seine Gelbsperre. Der wird nicht dabei sein. Bei Sebastian Wimmer müssen wir gucken. Da gab es gestern eine Diagnose, dass er einen Bänderriss hat im Sprunggelenk aus dem Spiel gegen Meppen. Da werden wir schauen, wie wir das machen. Ob er mitfährt, wissen wir noch nicht. Aber da sollten wir auch gucken, wie weit das seine Gesundheit zulässt. Ja, sonst sind die Jungs einfach heute noch, das halte ich aber für normal und ein bisschen müde. Deswegen werden wir das Training auch dementsprechend anpassen. Aber sonst fahren wir da schon morgen frohen Mutes hin. Wir können auf alle anderen zurückgreifen und ja, werden natürlich gucken, dass wir in der Spielweise, wie wir es weiter haben, weiter nach vorne spielen, wollen wir nichts verändern. Ich glaube, das muss ich aber auch nicht mehr erwähnen. Von der Warte soll es da schon darum gehen, in Aalen die drei Punkte einzusammeln, wenn es geht. Dankeschön. Ja, Steffen, vielen Dank für deine Vorschau. Kommen wir zu Ihren, zu euren Fragen. Bitte schön. Matthias Reichstein, sehe ich, bitte. Herr Baumgart, Ben, Sie haben es gerade angesprochen, ist gesperrt. Wimmer kann wahrscheinlich nicht mitfahren. Wer wird denn dafür neu in den Kader rücken? Da gibt es mehrere Varianten. Ne? Also wie gesagt, ob Sebi mitfährt oder Sebastian Wimmer mitfährt oder nicht, das wollen wir nachher erstmal in Ruhe klären. Sonst gucken wir mal, ob Robby Krause wieder dabei ist, wie seine Trainingsleistung heute ist. Also von der Warte her schauen wir mal. Nein, wie gesagt, Robby Krause wird ganz normal wieder in den Kader zurückkehren. Und ja, die andere Position müssen wir einfach gucken. Gucken wir mal in Ruhe, wie weit es mit Sebi geht. Wenn es nicht geht, finden wir da schon eine Alternative. Und da müssen wir aber nochmal genau gucken. Vielleicht noch eine Frage zur Offensive. Wenn ausfällt, ist das dann klar, dass Sven wieder von Anfang an spielen wird? Oder ist das so? Nein, ist eine Alternative, klar. Wie gesagt, aber das schauen wir mal. Wie gesagt, kann auch sein, dass Philipp Tietz mal eine Ruhe kriegt, weil der jetzt auch die ganze Zeit durchgespielt hat, da sind wir uns noch nicht ganz sicher. Ich glaube, wir haben viele Möglichkeiten, viele Einsatzmöglichkeiten, da auch zu variieren, das bringt der Kader mit sich. Kwame wäre eine Möglichkeit, über die rechte Außenbahn zu bringen. Tommy Bertels ist auch wieder im Training dabei, der wird aber heute noch in der U21 eingesetzt. Da wollen wir auch mal gucken, wie weit es da jetzt vom Spielrhythmus wieder geht. Also wir haben einige Alternativen, da auch eine sehr gute Mannschaft auf den Platz zu kriegen in Aalen. Ich glaube, dass die Jungs so ein bisschen auch an die Leistung von Meppen anknüpfen wollen, gerade auch was die Intensität angeht. Wir wissen schon, was da auf uns zukommt. Ich habe es nicht umsonst gesagt, welche Stärken Aalen hat. Aber gut, wir müssen einfach sehen, dass wir unsere Punkte holen. Wir wissen, dass das schwer wird und ja, trotzdem sollte man sich darauf freuen, ja, diese Möglichkeit zu nutzen und wir werden sehen. Ja, gibt es weitere Fragen? Da sehe ich jetzt momentan nichts, dann vielleicht noch die Information, dass wir davon ausgehen, dass etwa 200 Paderborner Fans mit nach Aalen fahren wären. Die Tageskasse öffnet um 12.15 Uhr, das Stadion selbst um 12.30 Uhr. Für die Gästefans wird es im Wesentlichen Stehplätze geben, natürlich im neutralen Bereich auch Sitzplätze. Noch einmal der Blick in die Runde. Ich sehe keine Fragen, dann herzlichen Dank fürs Kommen und für diejenigen, die fahren, eine gute Anreise nach Aalen.